Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Triops Lab. In diesem Video soll es heute einmal um die Sauerstoffpumpen gehen, wie man die einstellt und was man da sonst noch beachtet. Hier haben wir einen Sauerstoff-Lufthebefilter. Das ist ein Schwammfilter, der funktioniert, indem die Luft dort reingedrückt wird, das Wasser praktisch nach oben gepumpt wird durch den Unterdruck. Hier haben wir einmal zwei Sauerstoffausgänge, jeweils an einer kleinen Pumpe, reguliert durch diese Druckklemmen. Es gibt einmal verschiedene Formate von Pumpen. Hier haben wir eine etwas größere Pumpe. Und dann haben wir hier noch zwei kleinere Pumpen. Das blaue Teil, was wir da vorne sehen, das ist so ein Rücklaufventil. Dieses Rücklaufventil ist dafür da, falls mal die Pumpe ausspringt und Wasser aus dem Schlauch zurückläuft, dann kann das Wasser nicht in die Pumpe laufen, dann wird das blockiert von diesem Ventil. Also es ist empfehlenswert, vor jeder Pumpe so ein Ventil zu machen. Nicht so, wie ich es jetzt hier mit den kleinen Pumpen gemacht habe. Die kleinen Pumpen sind nämlich einfach so angeschlossen und haben jetzt kein Rücklaufventil. Dadurch, dass die große Pumpe jetzt ein Rücklaufventil hat und die beiden kleinen keins, besteht jetzt die Gefahr, dass wenn jetzt eine von den beiden kleinen ausgeht, einfach mal Wasser zurückläuft. Das habe ich jetzt aber schon etwas verhindert durch diese Druckklemmen, weil der Wasser jetzt allgemein schon so, der Luftdruck schon so zurückgehalten wird, dass das Wasser einfach gar nicht mehr zurücklaufen kann. So, hier habe ich jetzt einen Dreierverteiler, das ist ein T-Stück, an dem ich natürlich auch noch ein kleines Ventil angebracht habe, womit ich, regulieren kann. Somit ist das Ding erst reguliert. Dann geht das hier in die beiden Ausgänge rein und die sind dann wiederum auch nochmal vom Druck reguliert, sodass ich die beiden Becken einzeln einstellen konnte. So, kommen wir doch jetzt einfach mal zu dem Schwammfilter. Also bei dem Schwammfilter solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass der Schwamm ziemlich weit unten hängt und der Druck so reguliert ist, dass auf jeden Fall Wasser oben rauslaufen kann. Also ich habe das jetzt nur tröpfelweise gemacht, damit hier keine große Beckenbewegung, also keine Wasserbewegung existiert. Sonst würde der Schwamm unten natürlich ansaugen und Wasser oben ordentlich rauspumpen. Wenn jetzt mehr Wasserstand, also der Wasserstand jetzt höher wäre und mehr Wasser drin wäre im Becken, dann würde die Pumpe natürlich auch effektiver arbeiten und nicht nur so rumsaugen hier. Also grob genommen ist alles eigentlich eine relativ einfache und durchschauliche Sache. Man sollte bloß einfach ein bisschen mit dem Druck arbeiten und sich ausprobieren. Wenn wir jetzt natürlich nur Sprudelsteine verwenden, dann regulieren wir das definitiv mit solchen Klemmen, da sonst die Beckenbewegung ziemlich hoch wäre, gerade hier in so kleinen Töpfen oder Bechern. Also was benötigen wir jetzt insgesamt, um so eine Anlage zu betreiben? Erstens, wir brauchen eine Sauerstoffpumpe. Die Größe ist individuell. Zweitens, wir benötigen ausreichend Schlauch, maximal 2 bis 3 Meter. Drittens, die Klemmen oder Ventile. Viertens, einen Ausströmer oder einen Schwammfilter. Fünftens, wenn wir mehrere Anlagen betreiben, brauchen wir Verteiler. Und Nummer 6, wir brauchen ein Rücklaufventil, sehr wichtig. Also, wie bauen wir die ganze Sache auf? Als erstes brauchen wir die Sauerstoffpumpe. An die Sauerstoffpumpe schließen wir ein kleines Stück Schlauch, ca. 10 bis 20 cm an. An dieses Stück Schlauch folgt dann das Rücklaufventil. An das Rücklaufventil schließen wir dann alles Weitere an. Alles Weitere ist dann der Schlauch. An den Schlauch kommen die Klemmen, der Aussprödel oder halt der Schwammfilter. Der Schwammfilter wird durch die Klemmen reguliert von seiner Stärke. Dementsprechend auch die Ausströme. So, und mir tut es einmal leid, dass ich euch das nicht so zeigen konnte, wie man das alles zusammensteckt. Ich wollte jetzt hier nicht alles abbauen. Ich kann demnächst, wenn ich jetzt das Regal neu einrichte, werde ich das Video erneut drehen und werde das alles nochmal detaillierter und Schritt für Schritt erklären. Solange hoffe ich, das Video hat jetzt erstmal weitergeholfen.
und würde mich natürlich über ein Like freuen. Und jetzt möchte ich euch einmal noch ans Herz legen, macht es nicht so wie ich, Strom und Wasser auf einem Haufen. Schließt bitte die Pumpe noch nicht an, solange ihr mit der Pumpe rumhantiert. Erst wenn die Anlage fertig eingerichtet ist, dann in die Steckdose stecken. Vorher nicht. Achtet bitte auf eure Gesundheit. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Und wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann kannst du jetzt gerne abonnieren. Falls dir dieses Video gefällt, gib ein Däumchen nach oben. Und falls du weitere Fragen hast, kannst du mir gerne einen Kommentar schreiben. Und schau doch einfach mal bitte auf triopsgigant.com vorbei, denn da gibt es auch noch weitere Informationen. Und falls du dort Fragen hast, kannst du mir gerne im Live-Chat schreiben. Ich antworte meistens 5 Minuten später. Also, ich würde sagen, bis dahin, ciao, ciao, das war's.